Hallo Schalker. Hallo Schalker. Hallo Abi. Liebe Kia Sportfreunde. Wir heißen euch herzlich willkommen zum letzten Autotalk in der Saison 22/23. Ja, ich glaube, wir stehen alle unter Schock nach dem letzten Spieltag. Wir schlecht gespielt, dann Stuttgart gewinnt dann noch plötzlich. Also ganz denkbar schlechte Konstellation für den letzten Spieltag, Abi. Ja, Dennis, das hätte uns natürlich passieren müssen, dass die Bochumer da in der letzten Sekunde das 1-1 machen. Ja, das kommt auch noch mit. Dass natürlich dann auch noch ein Auswärtssieg für Stuttgart ist, das hat auch kein Mensch was mit gerechnet. Dann noch in Mainz, also und wir dann ein unglückliches 2-1, ja. Oder 2-2, Entschuldigung, ein 2-2 und ja, die Ultras haben alles gegeben, war eine schöne Sache mit den Trikots und, aber mir wären 3 Punkte lieber gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, jetzt haben wir natürlich mit der Konstellation nicht mehr in der eigenen Hand. Nein. Also das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht, und das hat der Klaus Fischer im letzten Legendentalk, glaube ich, ganz gut beschrieben, wir brauchen ein Wunder in Leipzig. Und dann müssen wir natürlich noch abhängig von den anderen Partien, Bochum gegen Leverkusen zu Hause, ja. Und die Stuttgarter empfangen Hoffenheim. Also das heißt, abhängig von den anderen Partien ist unser Verbleib in der Liga. Ja, das ist jetzt einfach so, wir haben einfach oder müssen einfach darauf schielen, dass die anderen Punkte lassen und wir vielleicht jetzt in Leipzig gewinnen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Es wäre natürlich auch noch gut, wenn Bochum verlieren würde und wir einen Punkt holen. Dann könnten wir uns noch retten. Das wäre über die Tordifferenz. Ja, genau. Und das wäre natürlich auch wieder klasse, wenn das noch hinhauen würde. Ich glaube schon, dass Stuttgart zurzeit einen guten Lauf hat und ich glaube auch, dass sie die Hoffenheimer schlagen werden. Ich rechne immer noch mit Leverkusen, dass die sich richtig reinknien, weil die wollen ja noch internationaler rein. Und vielleicht ist es ja so, dass wir wirklich nur einen Punkt brauchen, aber den müssen wir auch holen. Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, aber was wir da brauchen noch nicht mal einen Punkt, das muss eigentlich in sich her. Also von daher, aber wie gesagt, willst du in Leipzig gewinnen, wenn du mal guckst, die haben in Bayern haben sie die mal 3-1 vernascht letzte Woche, also ja, wie gesagt, ja, ich habe jetzt auch gestern noch viel besser heute noch mal so geguckt ein bisschen und mich informiert. Also ich glaube schon, dass die hier mit der vollen Mannschaft spielen werden. Man sagt ja immer, Pokalendspiel, da lassen die 3-4 raus. Ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das machen die nicht. Ich glaube schon, dass die mit der Stammmannschaft spielen werden. Ja, aber wohl für die Leipziger ist ja wie ein Heimspiel, verstehst du? Pokal-Endspiel in Berlin, also brauchen wir auch nicht vormachen. Das ist dann schon, ich glaube, ein Jahreshighlight für die, wo man sich natürlich darauf konzentrieren kann, was vielleicht uns zugutekommt. Aber du hörst, viel zu viel Wenn und viel zu viel Konjunktiv darin. Ja. Wie gesagt, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Ja, genau so ist es. Also es bleibt spannender. Also ich glaube, es war noch nie so spannend in der Liga, glaube ich auch. Ob es jetzt oben um die Meisterschaft geht und ob es jetzt um die Abstiegskandidaten, Relegationskandidaten geht, dass wir natürlich jetzt auch nicht oben mitmischen, sondern unten mitmischen. Ja. Bescheiden, will ich da mal so sagen. Ja. Ne? Na gut, wir haben auch einiges aufgeholt in der Rückserie, das muss man auch sagen. Ja. Und trotzdem reicht es bis jetzt doch noch nicht. Ne? Also diese 6 Unentschieden, die wir hatten, wenn wir da nur einen von gewonnen hätten, hätte die Geschichte schon wieder ganz anders ausgesehen. Aber ja, wir haben es nicht gemacht. Ja, wir waren ja froh, dass wir dann wieder mal unentschieden geholt haben. Ja, meine Meinung kennst du. Wir hätten das Spiel in Hoffenheim hätten wir gewinnen müssen, da hätten wir eine ganz andere Konstellation gehabt. Der Klaus hatte am Montag gut gesagt, jetzt gegen Frankfurt, das war das entscheidende Spiel. Da musst du 3 Punkte nach Hause holen, wenn du dann wirklich noch eine Chance haben willst, in der Bundesliga zu bleiben. Jetzt brauchen wir ein Wunder. Wollen wir aber trotzdem positiv noch bleiben. Die Hoffnung. Und wir reden so ein bisschen schon, als wenn wir abgestiegen sind. Nee, die Hoffnung ist zuletzt. Ich hoffe, dass die Jungs wissen, um was es geht. Unsere Nordkurve hat denen ja auch noch mal kurz vorm Ende noch mal Bescheid gesagt. Ihr könnt alles machen, ja, aber ihr müsst kämpfen, kratzen, beißen. Das hat die Nordkurve verlangt. Und das ist das Einzige. Wenn sie natürlich den Kopf im Sand stecken und nichts machen, dann glaube ich, dass da ein richtiges Problem auftaucht. Oh ja, ja, aber ganz ehrlich, der Reis ist ein Motivationskandidat. Also der, denke ich mal, der wird die
Denn der heißeste Motivationskandidat, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen abgelenkt, hier ist gerade, glaube ich, ein Auto vom Platz da gefallen. Ja, genau. Alles gut. Ja, Abi, wie gesagt, ist ja auch ein Autotalk, den wir heute machen, eigentlich entgegen unserer, wir sind jetzt nicht auf dem Weg zur Arena. Nein. Wir haben kein Heimspiel, wir haben ein Auswärtsspiel in Leipzig, aber das Besondere ist, ist der letzte Spieltag. So ist es denn. Und wir wollten uns bei euch, bei den Zuschauern, nochmal bedanken für euer Interesse. Dann möchten wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass der Albers von Kia Motors, dass der uns auch mit dem schönen Kia Sportage hier in Blau und mit dem schönen Aufdruck Autotalk, Legendentalk. Ja, der Alfons hat hier sehr viel gemacht, der hat uns den Wagen ja zur Verfügung gestellt. Und da muss ich wirklich sagen, wunderbar, danke nochmal Alfons Engel, die ja wirklich uns mit allem, was wir brauchten, uns immer gut bedient haben. Und natürlich auch ein Dank an Kia. Ja. Auch ein Dank an dir, Dennis. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du hier mal sitzt. Mir ist eine Ehre mit dir. Früher war ich bei dir der Paperboy, ich habe die Zeitung vorbeigebracht. Heute sitze ich neben mit dir. Ja, ich freue mich auch immer, ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr weitermachen. Egal in welcher Liga. Ich habe mir jetzt immer unheimlich viel Spaß mit dir gemacht hier in solchen Sendungen. Und wir drücken unseren Schalkern die Daumen, dass wir drin bleiben. Mehr können wir sowieso nicht machen. Und dann wollen wir mal schauen, was morgen passiert. Ja, dann hoffe ich auch nächste Saison weiter auf euer Interesse, wie ihr schon den Abi gehört habt. Also wir werden mit dem Autotalk weitermachen. Da ist ein schönes Format. Ich habe immer Spaß, mit dem Abi, mit dir zu sitzen. Auch mal, wie gesagt, von dir auch dann mal so ein paar Einflüsse zu kriegen, mal die Dinger vielleicht aus einer anderen Sicht zu sehen. Ich habe da so sehr die Fansicht drauf. Du bist dann doch der Fußballer mit dem Fußballerherz und hast dann nochmal die fußballerische Sicht da drauf. Also mir hat es auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Abi. Und natürlich kannst du nächste Saison auch mit mir rechnen. Das ist super. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit euch auch rechnen können. Ja, genau. Also, aber Freunde. Da wir gerade beim Rechnen sind, jetzt rechnen wir morgen erstmal, dass wir die Klasse halten können, dass wir das Wunder in Leipzig schaffen und natürlich uns in der nächsten Saison in der ersten Liga begrüßen können. Ansonsten sehen wir uns in der zweiten Liga und dann geht es wieder ganz weit nach oben. Genau. Also, in diesem Sinne, Abi, da wünsche ich uns heute ein geiles Schicksalsspiel. Ja. Euch auch ein schönes Spiel, gute Unterhaltung. Trinken Bier. Und in diesem Sinne. Das werden wir es auch machen. Das machen wir jetzt auch, genau. Wir beide, das machen wir jetzt wirklich. Den Schock von letzter Woche runterspielen. In diesem Sinne, meine Freunde, Glück auf, ein schönes Spiel und nur der S04. Nur der S04.